Hi und herzlich willkommen auf Ringes Backfeld. Heute bereite ich einen Sommerkuchen mit Nektarinen, einer leckeren Creme und Löffelbiskuits, die ich für den Boden sowie für die Streusel verwende, zu. Der Kuchen ist ohne viel Aufwand gemacht und muss nicht gebacken werden. So, dann geht es jetzt zu den Zutaten und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Zuerst bereite ich den Boden sowie die Streusel zu und dafür nehme ich 300 Gramm Löffelbiskuits und 130 Gramm zerlassene Butter. Die Löffelbiskuits zerkleinere ich in einen Standmixer fein. Jetzt gebe ich die zerlassene Butter zu den Bröseln und vermenge alles gut miteinander. Meinen Tortenring habe ich auf eine Größe von ca. 24 cm gestellt und den Rand mit Backpapier ausgelegt. Nun fülle ich etwa 3/4 der Brösel in den Tortenring und drücke sie mit einem Löffel oder einem Tortenheber an den Boden. Dann stelle ich den Boden für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit bereite ich die leckere Creme zu und dafür nehme ich 400 ml Sahne, 250 Gramm Magerquark, 200 Gramm Frischkäse, 120 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 4 Päckchen Sahnefest, Saft einer halben Zitrone und 4 Nektarinen. Für die Optik verwende ich gelbfleischige Nektarinen und die habe ich schon mit kaltem Wasser abgewaschen. Jetzt löse ich den Kern aus und schneide sie in Stücke. Die Sahne schlage ich mit etwa der Hälfte des Sahnefestpulvers steif. Dann stelle ich sie kurz zur Seite und vermenge erstmal die restlichen Zutaten miteinander. Und zwar den Magerquark, den Frischkäse, den Zucker, den Vanillezucker und den Zitronensaft. Und zwar so lange, bis sich der Kristallzucker komplett aufgelöst hat. Jetzt rühre ich das Sahnefestpulver bei. Anschließend hebe ich die steif geschlagene Sahne unter. Zum Schluss vermenge ich die Nektarinen kurz mit der Creme. Mittlerweile ist der Boden schön fest geworden. Jetzt fülle ich die leckere Creme in den Tortenring und verstreiche sie. Jetzt geht es für mindestens 4 bis 5 Stunden in den Kühlschrank. Die Kühlzeit ist um. Hier habe ich noch ein paar dünne Nektarinenscheibchen, mit denen ich den Kuchen belege. Die restlichen Brösel habe ich im Kühlschrank aufbewahrt und jetzt verteile ich sie auf den Kuchen. Nun ist der Sommernektarinenkuchen fertig und servierbereit und natürlich schneide ich noch für euch an. Ohne viel Aufwand ist der leckere, cremige und fruchtige sommerliche Nektarinenkuchen gezaubert. Probiert ihn unbedingt mal aus. Falls euch das Rezept wieder gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen oder einen Kommentar sehr freuen. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.